Wie viel Alkohol ist unbedenklich. Kinder unter 14 Jahren trinken am besten gar keinen. Denn schon geringe Mengen können eine Alkoholvergiftung auslösen. Jugendliche bis 16 dürfen keinen Alkohol verkauft bekommen. Zu Recht, denn ihre Körper sind noch voll in der Entwicklung. So fehlt ihnen zum Beispiel ein Enzym zum Alkoholabbau. Folge? Sie sind schneller betrunken. Erwachsene Frauen sollten nicht mehr als ein Standardglas Alkohol am Tag trinken. Ein kleines Glas Bier oder ein Glas Wein oder einen Schnaps. Dann sollte Schluss sein. Mehr als Frauen vertragen Männer. Das hat verschiedene Ursachen. So baut die männliche Leber Alkohol etwas schneller ab als die weibliche. Pro Tag gehen da 2 Bier oder 2 Wein oder 2 Schnäpse. 2 Tage die Woche sollte man auf Alkohol ganz verzichten. Und am Steuer sowieso. Denn schon ab 0,2 Promille sind Sehfähigkeit und Bewegungskoordination eingeschränkt. In einem Fahrsimulator kann man das ausprobieren. Das Ergebnis ist meist erschütternd. Welche Folgen hat zu hoher Alkoholkonsum? Ein Bierchen geht noch, denken viele. Aber die gesundheitlichen Folgen sind weitreichend. An Bier gibt es nichts zu verdauen. Deswegen geht es direkt in den Dünndarm. Von da geht der Alkohol in die Blutbahn. Das Blut bringt den Alkohol zu jeder Zelle des Körpers. Einmal eingedrungen, verhindert er die Aufnahme von Nährstoffen. Nach weniger als einer Minute ist der Alkohol in der Leber. Die erkennt das Gift und beginnt mit dem Abbau. Blöd nur, dass auch das Abbauprodukt giftig ist. Im Gehirn verzerrt der Alkohol das Gleichgewicht zwischen Aktivität und Dämpfung zugunsten der Dämpfung. Glücksbotenstoffe werden verstärkt freigesetzt. Wer regelmäßig mehr als ein großes Bier trinkt, bekommt Probleme. Die Leber schafft nicht mehr als einen Drink pro Stunde. Alkohol und giftige Abbauprodukte schädigen alle Körperzellen. Die Folge? Entzündungen in Rachen und Magen und ein erhöhtes Risiko für allerlei Krebsarten. Die Leber produziert mit jedem Tropfen Alkohol, den sie entschärft, Fettzellen, die die funktionierenden Leberzellen ersetzen. Die Folge? Eine Fettleber, die immer schlechter funktioniert. Jedes Glas mehr bedeutet also mehr Gefahr für die Gesundheit.